Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen lustigen Runde Pokémon Blau Kaizo mit dem Lenny. Oh, letzten Part haben wir es geschafft endlich. Wir haben diese verdammte Pokémon-Flöte. Und jetzt ist es nur noch an der Zeit, uns den Weg frei zu räumen in Richtung Fuchsania City. Ich muss mal gerade kurz den einen Kopfhörer von mir Ohr nehmen, sonst schreie ich viel zu laut, weil ich mich dann selber gar nicht höre. So, wie gesagt, also wir sind gerade auf dem Weg zu Fuchsania City, beziehungsweise erstmal zum Relaxo. Und wie ich dieses Spiel kenne, wird das Ganze, schwieriger als gedacht. Aber, hey, lassen wir uns erstmal nicht entmutigen. So, wir haben erstmal gespeichert. Jetzt schaue ich mal gerade nach der schönen Pokéflöte. La la. Ah, herrlich. Snorlax wacht auf! Es greift verschlafen an! Und weg ist es! Ein wildes Relaxo, ja, wer hätte es denn gedacht? Es ist unfassbar und unglaublich. Mensch, die Freude schwappt hier gerade über. So, jetzt bin ich erstmal gespannt. Ich probiere es mal gerade mit Onix, weil der etwa auf einem Level ist und einiger... Das ist natürlich jetzt so klar, ne? Sekunde. Alter! Oh. Was war das bitte? Seit wann kann es überhaupt Explosion? Ja, 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 ja. Dann probieren wir das Ganze jetzt nämlich auf unsere Special-Technik hier. Upsala. Blastoise! So, zweiter Safe-State. Und wir nutzen... Oder probier's jetzt noch einmal. Nein. Das fangen wir jetzt gar nicht erst großartig an. So. Safe State. Und ist er gefangen? Nein, wir haben ihn verfehlt. Und ist er gefangen? Und nein. Und ist er gefangen? Und nein. Ist er gefangen? Und nein. Und nein. 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 Zwei Stunden später. Nein. 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 WTF. Okay, wie machen wir das Ganze jetzt am schlauesten? Nein, nicht mit Durtok, der ist doch viel zu Ja, hat er sowieso nichts gebracht. Alter, das ist scheiße. Kann man das Viech einfach gar nicht fangen, außer mit irgendwie, was weiß ich? Wieso setzt denn das sofort Explosion ein? Das ist doch scheiße. Ui, das erste Mal, dass es uns hier einigermaßen am Leben ist. Jetzt wird er sowieso wieder. Ey, was ist das für ein blödes Vier. Tier und Viech zusammengemischt. Scheiße. Oh Leute, ich will das haben. Oh. Kaum fängt man an, schon ist man wieder voller Probleme und so am Arsch und hat überhaupt keinen Bock mehr auf die Chose hier. Und das ist tot. And it's gone. Probieren wir es nochmal mit der Special-Technik. Nein, 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 fuck, 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 ich will dich haben, du Scheißviech, ich will dich haben, will dich haben! Das ist doch scheiße, ist das doch. Amnesie. Ja, super. Alles klar. So. Ich glaube, die ganzen Bodenattacken sind alle zu... Ich probiere es einfach mal. Wenn es zu stark ist, safe staten. Na komm, na komm, na komm, na komm. Ja. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ah ja, komm. So, das probieren wir jetzt nochmal. So, safe state. Komm schon!
Alter, was für eine Fang... Nein! Nein! Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Alter, jetzt mache ich das ganz, ganz vorsichtig. Da hatte ich es gerade gefangen, ey, und dann... Oh. Na los! Na los! Das gibt es nicht! Leute, ganz ehrlich, das gibt es nicht! Da habe ich gefangen und dann... Und dann lade ich den scheiß Safe State neu. Und jetzt kriege ich es einfach. Was hat das Ding denn für eine Fangrate? Das ist unnormal. Alter, guckt euch das an. Das kann ich jetzt... Nein, ich hab wieder! Alter, das gibt es nicht. Das... Nee, Alter. Muss ich hier ja schon ein bisschen zusammenreißen. Nicht, dass die Leute hier draußen gucken und denken, was ist denn da los? Alter, so heftigen Rage gab es in noch keiner einzigen Folge. Vor allem nicht nach gerade mal 5 Minuten Laufzeit. Alter. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Nee. Noch vorsichtiger, noch langsamer. Und dann dauert mir das immer zu lange, weil ich euch hier auch ein bisschen weiterbringen möchte. Und dann mache ich das einmal ein bisschen schneller, damit es dann eventuell gleich geht. Und dann geht das und dann lade ich den Scheiß Alter ein! Alter, ohne Scheiß, das gibt es nicht. Ey, das ist unfassbar. Blöd kann ein einziger Mensch eigentlich sein. Alter, das ist jetzt das 4. Mal gewesen. Das reicht jetzt. Nicht neu laden. Speichern. Jawohl, los. Geht doch. Meine Fresse. Boah, ist mir warm. Ich muss gerade meinen Pullover ausziehen. Da, 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 da. Wir haben ein Relaxo. Ich habe mich noch nie so krass gefreut, dass ich ein Relaxo gefangen habe, weil das auch noch nie so schwer gewesen ist wie in diesem Scheißspiel, ey. Boah, willst du mit mir Drogen nehmen? Natürlich, da das Viech keine Entwicklung hat, nennen wir das jetzt auf Deutsch um. Und zwar zu Relaxo. Jawollo. Wunderbar. Meiner Fresse noch eins. Alter, was war das denn bitte? Das ist durch nichts zu entschuldigen. So eine Scheiße. Jetzt ist halt dieser Trainer-Muschi auch noch, ey. Elektro ist mein Gebiet. Dann verzieh dich zu deinem Gebiet und lass mich in Ruhe. Naja, wenigstens haben wir es jetzt. Und wie geht's euch so, Leute? Es ist doch so zum Kotzen. Ja, ja, eine super schlaue Idee mit Turtok da jetzt ran. Allerdings, wenn ich jetzt Digtree einsetze, dann kommt das mit einer Wasserattacke. Am besten noch mit Hydropumpe oder sonst was. Oh, der Sandsturm, ey. Oh, was ist Sandwirbel, besser gesagt. So. Und, jawohl, ja. Jawohl, ja. So muss das doch sein, Mensch. Ist ja gut. Alles wird gut. Electek, damit kann man auch noch klarkommen. Oh, Leute, ey. Boah, was bin ich wieder... Ich komme so gechillt von der Schule. Versuche 5 Minuten lang Relaxo zu fangen und mein Puls auf 400.000, ey. It's over 9000! Okay. Jawoll! So, alles klar. Und natürlich brauchen wir Surfer, um an die Angel zu kommen. Ja, egal. Angel brauchen wir sowieso nicht. Ich glaube, ich habe noch nie wirklich, wirklich ernsthaft groß annehmbar in meinem Leben geangelt. Also halt hier im Spiel. So generell auch noch nicht. Außer einmal oder so im Urlaub.
So, wen haben wir denn jetzt vorne? Totok immer noch. Probieren wir es. Ich save state erstmal. Meine Nerven, Leute. Meine Nerven. Du weißt nie, was du fangen kannst. Das sind natürlich so Sprüche, die bringen einem Leben weiter. Du weißt nie, was du fangen kannst. Hört sich ein bisschen an wie so ein Möchtegern-Tumblr-Spruch von so einem 14-jährigen Mädchen, das jetzt Tumblr großartig für sich entdeckt hat und da jetzt irgendwie irgendwelche schönen Sprüche posten möchte. Aber hey, ich habe weder was gegen Tumblr noch was gegen 13-jährige kleine Mädchen. Zumindest nichts, das hilft. Nein, Spaß. So. Mit Schaufler wäre dann das erste Vieh schon mal erledigt. Und das gute Tier sollte es mit Hydropumpe auch nicht lange überleben. Ich spule jetzt mal die Kämpfe ein wenig... ich hab's keinen Bock. Ich spule die Kämpfe mal ein wenig vor, da wir viel zu wenig Zeit haben. Übrigens, meine lieben Freunde... jetzt muss man da gleich wieder... Hast du einen Mondstein? Ich hab Zahnstein, den kann ich dir schenken! So. Was ich sagen wollte. Und zwar kommt Mitte Dezember, kommt mein guter und sehr oft von euch nachgefragter Freund MicroSwan aka Puddles mich mal wieder besuchen. Und das für ganze 4 Tage. Also vom 11. zum 12. zum 13. und zum 14. versteigert an den netten Herrn Lenificate. Und da werden wir selbstverständlich, wenn das Let's Play sich bis dahin zieht immer noch, was ich nicht abschlagen möchte, da werden wir natürlich auch hier wieder ein paar Parts gemeinsam machen. Und das nur, weil ihr so freundlich gefragt habt, ob es den netten Puddles nicht mal wieder geben könnte in einer meiner Episoden. Und natürlich könnte das passieren. Sicher dat. Das ist ganz simpel, ist dat. So, und wir dürfen jetzt erstmal wieder den Vollidioten spielen und... ich dachte, wenn er aus dem Screen geht, dann geht er weg, aber... Natürlich nicht. Es durfte nicht sein. So, reicht es, wenn man so weit weggeht? Nein. So weit? Nein. Falsch. So, jetzt muss er aber weg sein. Der Typ, der dieses Spiel programmiert hat, ne? Der gehört geteert und gefedert. Meine Fresse, noch eins. So, jetzt bin ich einmal durch das Haus. Jetzt dürfte der auch nicht mehr da stehen. Runter hier, lang da, so, zack, zack. Der Schneider natürlich. Kabula! Hallo. So, und zum nächsten. Ah, da muss man bestimmt gleich durch oder so. La, 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 la. Obwohl, da kann man doch bestimmt lang und sich den ganzen Weg da unten sparen. Okay, inzwischen weiß ich, wie das Spiel tickt, also müsste ich eigentlich denken, nein. Aber wir probieren's. Und es funktioniert nicht. Ah, nee, ich habe die Wiesen, glaube ich, gerade vertauscht. Die Wiese, die ich meinte, die ist, glaube ich, aufgeteilt in dieses Stück hier unten. Ja, dann freu dir einen Keks, dass du Carbon gefunden hast. Meine Herren. Ein Goldking. Was nehmen wir denn da mal? Natürlich den Schaufler. Der Schaufler ist echt eine meiner Lieblingsattacken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist praktisch und stark. Das sind so die besten Voraussetzungen, die eine Attacke haben kann. Meine Pokémon wollen dich. Oh Gott, das hört sich ja echt ein wenig falsch an. Aber hey, wer mich will, der bekommt mich. Ich bin gut in irgendwas. Ich hab's gerade nicht gelesen, weil ich zu schnell bin. I'm too fast at speed. Das war brenzlig. Das hätte ich gerne Glurak überlassen, aber hey, egal. Apropos Glurak, den könnten wir eigentlich doch auch mal wieder... Jetzt kommt bestimmt ein Wasser-Pokémon, ich schwör's euch.
Nee, ein Feuer-Pokémon. Aber auch nicht gerade gut. Trotzdem, Mega-Punch regelt. Jetzt kommt ein Wasser-Pokémon. Natürlich. Und wir werden sterben. Ach, erstmal schlafen wir. Nee, 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 nee. Oh ja, nein, scheiße, ich wollte Turtok einsetzen, nicht Dickdri. Nein! Alter, was ist denn los hier? Zu wenig Konzentration im Brain hier. Mann. Alle Pokémon wachen auf. Jedes einzelne. Wenn ich jetzt eingefroren bin, ne, dann sei froh. Das wäre es jetzt nämlich gewesen. Nimm den Dick! Jawohl, ja! Tüdü, tüdü. Verloren! So! Ach du KG. Ich habe... Boah, ich sehe im Dunkeln gar nicht. Ich muss gerade Licht anmachen. Sekunde und... Oh, Alter, man muss aufstehen. Und wieder hingesetzt. Eieiei. Ach, das sind zwei Trainer, ne? Oh, Mann. Guckt euch mal mein Team an, Alter. Das vorhin war nicht so schlau. Ich habe sogar noch einen Aufwecker. Schläft ein... Nee. Hä? Vorhin schlief doch noch irgendwer. Hm. Ist wohl wieder aufgewacht. Ach, Pokéflöte weckt ja alle auf. Jedes einzelne. So, 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 so. Von daher echt ein Vorteil dem Aufwecker gegenüber. Und kann man sogar Infinite oft mal benutzen. Sehr praktisch. Da, 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 da. Ja, wir probieren es mal mit Glurak. Der ist ja inzwischen stark genug. Ich spiel mit mir dir. Ich spiel mir dir. Was doch immer mir dir für ein eigenartiges Spiel ist. Aber hey, wir fragen einfach mal nicht weiter nach. Beauty möchte mit uns kämpfen. Ich fühle mich geehrt. Ein Enteron, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Und natürlich zieht Mega Punch nur die Hälfte und Waterfall wird uns jetzt in Grund und Boden splashen. Selbstverständlich. Jawohl, ja. Oh, dieses hässliche Gedudel, wenn die KP zur Neige geht. Ich hasse es. Ach du Scheiße, wir haben ja gar nichts mehr. Ich sollte mal ein bisschen besser aufpassen. In diesem Spiel. Gerade was Attacken angeht. Trotzdem, Enteron besiegt und weiter geht's mit Raichu. Selbstverständlich. Und wir haben keine Schaufler-Attacke dabei. Aber wir haben ein totes Dickdri, das uns sehr viel bringt. Jawohl! Und kaputt ist es! Und Sandama und jawohl! Ja, wahrscheinlich, oder? So. Mir ist aufgefallen, also ich habe ja zweimal, habe ich ja so ein Intro nachgesprochen. Das war einmal von Quantum Pro, das am Anfang irgendwie abgeschnitten war, weil die Aufnahme da irgendwie kaputt gewesen ist, warum auch immer. Dann habe ich das Montana Black Intro, den Introspruch nachgemacht. Das stimmt. Und ohne es zu wissen, beziehungsweise ohne es gewollt zu haben, habe ich sogar das Intro von InScope 21 nachgesprochen. Das war in einem der letzten Parts hier, von wegen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend etc. Das hatte mich selber verwundert. Da habe ich nämlich irgendwann nachgesprochen, ohne das irgendwie wirklich zu wollen, beziehungsweise ohne dass das meine wirkliche Absicht war. Und ich kämpfe mit einem halbtoten, mit einem ganz toten Glurak. Jawohl. Immerhin haben wir wieder volle AP. So. Und wir schaufeln sie alle beiseite. Wow, deine Orden sind cool. Ja, schau mal links auf die Seite vom Screen, Bitch. Bla 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 bla. Ah, war ja klar. Nein! Wieso habe ich jetzt vergessen? Na, egal.
Weg. Ah, jawoll, da gönnen wir uns ganz easy Leisure mit Aquaknarre. Bam, bada, 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 bada. Aus Versehen vorgespult, statt A gedrückt. Magst du süße Pokémon am meisten? Was? Achso. Ich mag süße Pokémon am meisten. Und du? Hä? Welche Pokémon magst du am meisten? Ich mag meine Pokémon am meisten, die deine Pokémon jetzt gleich in Grund und Boden stampfen. Jawohl, komm. Ach, ich Idiot. Ich Idiot! Bla 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 bla. Natürlich bin ich jetzt paralysiert. Was hätte auch sonst passieren sollen? Ach. Jawohl, Wasserknarre. Wasserknarre, genau. Aquaknarre. Hydro-Pumpe in dein Face und dann noch Low HP oh, ich dachte gerade, ich wäre gestorben. Ich habe gewonnen, das hast du gut erkannt. Eieiei, Leute, jetzt wird's aber leicht schwierig. Ich muss mal gerade gucken, ich habe doch letztens noch irgendwas an. Ach, komm schon. Wer wird es sein? Oh, ein Arbok. Das sieht natürlich... Oh, Level 30. Das sieht natürlich geil aus. Was ist denn in der nächsten? In Fuxania City ist Gift. Oh, was ist denn sehr effektiv gegen Gift? Das habe ich voll vergessen. Muss ich nachher mal gucken. Aber ich glaube, Arbok fangen wir uns mal. Natürlich möchte es erstmal Giftblick einsetzen, was auch immer das war. Und ich glaube, Aquaknarre ist leicht zu heftig. Egal. Es war nicht das einzige Arbok auf der Welt. Kann man hier rum? Nein. Ich wollte eigentlich vorhin sagen... Scheinbar hat Herr Kaizo an diesem Labyrinth hier gar nicht allzu viel getan. Aber jetzt fällt es mir doch auf, dass da so leichte Veränderungen vorhanden sind. Und jawohl, ja, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Scheiß Dreck. Das wird nichts. Das wird nichts, Leute. Das wird absolut... Ach komm... Hallo! Stirb! Geh kaputt! Natürlich. Onyx! Meine letzte Hilfe! Stein funktioniert, ne? Ja. Sogar Volltreffer. Jawohl, ja. Hallo! So, sehr gut. Oh Gott, zwei... Ach, guck mal! Unser Flugexperte. Oh nein! Nein! Oh. Los dann da, ein Haus kaputt! Es hätte zu schön sein können. Aber Leute, das tue ich mir nicht an. Den Geldverlust tue ich mir nicht an. Was ich euch allerdings antun muss, meine lieben Freunde, nach dieser wunderschönen Rage-Attacke und diesem etwas wirr aussehenden Labyrinth-Beginn, muss ich leider mich auch schon wieder von euch verabschieden. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.